Wenn Antibiotika nicht mehr zuverlässig wirken, kann es gefährlich werden. Eine mögliche Waffe gegen die resistenten Erreger sind Phagen. Das sind Viren, die ausschließlich Bakterien befallen und wirkungsvoll abtöten. Der Phage ist viel kleiner als das Bakterium und ähnelt einer Raumsonde. Ein Phage ist so etwas wie ein Zellpirat. Mit einem Trick kann er die Bakterienzelle entern und sie dazu bringen, seine DNA zu vervielfältigen. Die DNA befindet sich im Kopf des Phagen. Mit seinem Schwanz heftet sich das Virus an das Bakterium und schießt seine Erbsubstanz in die Zelle. Dort baut sich die Phagen-DNA dann in das fremde Erbgut ein und das Bakterium übernimmt die Produktion von neuen Phagenkomponenten. Sie setzen sich so lange zu neuen Phagen zusammen, bis die Bakterienzelle platzt. Das wiederholt sich, bis alle Bakterien zerstört sind. Das Besondere an Phagen: sie befallen ganz spezifisch nur eine bestimmte Bakterienart. Das macht sie zu einer Präzisionswaffe, etwa gegen antibiotikaresistente Keime. Andere Bakterien bleiben verschont. Als schlagkräftige Alternative zu Antibiotika setzen immer mehr Pharmaforscher auf Phagen als Wirkstoffe. Damit sollen zukünftig Problemkeime in Tierställen oder im Krankenhaus sicher und zuverlässig bekämpft werden. Noch Fragen? Am Ende des Videos gibt's nochmal eine Zusammenfassung. Uns gibt es auch bei Facebook und Twitter und bei YouTube kannst du uns abonnieren.